Das ist der Abraham, das ist ein handaufgezogener Pelikan. Ich muss natürlich noch betonen, so einen Pelikan, den habe ich natürlich nicht allein aufgezogen. Wir waren ein Team von drei Frauen, das ist ja klar, man hat ja auch wieder mal frei zwischen ihnen, aber wir waren involviert gewesen und haben aufgezogen. Und der Pelikan hat jedes von uns natürlich akzeptiert. Der ist vom Ei auf, also aufgezogen worden. Das Ei war im Brutapparat, im Vogelhaus. Wir haben vorher schon ein bisschen geschwätzt mit dem Ei, damit es uns an der Stimme kennt, wenn er rauskommt. Und das hat dann wahrscheinlich auch funktioniert. Und dann war das noch recht schwierig, um ihn aufzuziehen. Man hat gar nicht so gewusst, was so ein kleiner Pelikan eigentlich frisst. Also schlussendlich, ja, wie der Fischbrei zusammengesetzt ist von den Eltern. Aber irgendwie haben wir es dann herausgefunden. Man hat dann einfach Fisch gemixt und hat ihm dann das gegeben. Am Anfang bei der Magensonde, um sicher zu sein, dass er etwas hat. Und später mit dem Kaffeelöffel. Und er hat es dann auf jeden Fall gut überlebt. Dann hat es sehr schnell gewachsen. Und hat dann auch schon gleich wieder einmal ins Gehege können von den Alten. Das war aber nicht so gut gewesen. Er hat sich nicht mehr können integrieren. Das ist jetzt eben so ein Fall, wo einfach ein Pelikan nicht mehr weiss, dass er ein Pelikan ist. Er hat jetzt einfach gemeint, er ist ein Mensch. Und er gehört ins Vogelhaus und ist immer wieder aus dem Gehege ausgebrochen und ist ins Vogelhaus raufgewatschelt. Oder er hat auch Frauen sehr gern gehabt. Wenn eine Frau auf einem Bänkli gesessen ist, mehr, dann ist er auch angewatschelt und hat sich dann bei denen auch niedergelassen. Und, ja, es hat also lustige Begegnungen gehabt. Also, man ist dann nur nicht so wahnsinnig erfreut gewesen, als er dann ein bisschen angefangen hat, so ein bisschen rumzuzickeln mit seinem langen Schnabel, dann da vorne das ganze scharfe Hocken. Und wo er dann also einfach aus Neugier hat, weil er in den Kinderwagen reinschauen, Schnabel voran, dann hat man dann das nicht mehr so lustig gefunden. Und dann hat man dann eine Zeit lang einfach das Kegel ein bisschen verhöchert und mit der Zeit hat er sich dann daran gewöhnt, dass er ein Pelikan war. Aber er war immer der Erste, der zum Wärter gerannt ist. Oder wenn einer draussen durch ist, hat er den irgendwie schon beäugt. Und mit der Zeit hat er es dann schon geschnallt, dass er ein Pelikan ist. Also auch lustige Sachen gewesen. Und man denkt jetzt, man könnte so einen Vogel nicht gleich gerne haben wie einen Säuger. Also etwas, das man hätschelt zum Beispiel. Eben ein kleines Äffli oder ein Mufflon, den man streichelt. Aber es ist eigentlich gar nicht wahr. Wir haben eigentlich den Pelikan sehr gerne gehabt. Und den hat man eigentlich gut können hätscheln, wenn man ihm den Schnabel zugehabt hat, dass er ihn nicht hätte können nehmen. Also es war eine ganz herrliche Sache. Auch. Tolle Erfahrung.